Wir sind hier mittendrin in der Spukabtei in Paper Mario the Thousand Year Door. Wir wurden verscheucht von ganz vielen Buhus, die wir aus Versehen befreit haben, die jetzt scheinbar uns jetzt auch gefunden haben. Ah, müssen hier ganz schnell weg. Am besten mit... Ups, das war die falsche Richtung. Am besten direkt mit Little Boshi ganz schnell weg hier. Ah. Verdammt, jetzt fehlt ja noch der Schlüssel für. Der Schlüssel war auf der anderen Seite. Ich habe gesehen, dass es in dem Raum, wo wir gestartet haben, unten noch einen Gang gab. Gab es dann vielleicht eine Tür? Lass mal sehen. Ist hier eine Tür? Ja, hier ist eine Tür. Okay, führt der vielleicht... Außengang. Wo sind wir denn jetzt? Schon der zweite Schalter, den wir finden. Wir wissen immer noch nicht, was die genau machen. Ich kann ihn auch nochmal betätigen. Okay. Bisschen seltsam, wenn ihr mich fragt. Aber na gut. Spukabteil. Okay. Sollten wir vielleicht doch fliehen? Oh, wartet mal. Was passiert eigentlich da über uns? Bewegen sich doch die Räume? Nee. Wie komme ich da an den Schlüssel dran? Ich muss da immer von rechts lang rauskommen. Da. Bei der Tür muss ich rauskommen. Hey, was passiert hier? Ah, Hilfe! Ah, die Buhus, die haben mich! Nein! Oh! Was sollte das denn? Hallo? Also, ich glaube, es hackt. Kann ich denn zumindest... Ich kann doch nicht mal das Tor aufmachen. Das heißt, wenn ich zurück will, muss ich jedes Mal mich in unsere neue Rollenfähigkeit verwandeln. Na gut, ich will kurz abspeichern. Das geht ja gar nicht hier. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Okay, lasst uns noch mal genauer uns umschauen. Ich glaube, dieser Schalter hat bestimmt irgendwas damit zu tun, dass wir da hochkommen oder eben nicht. Hä, was zum... Jetzt kann ich auf einmal nicht mehr aktivieren? Man kann den nur zweimal aktivieren? Hä? Okay, sehr verwirrend, wenn ihr mich fragt. Ah, ha, ha, ha. Oh, hä? Seht ihr die Türen dort? Also die Treppe hat sich bewegt und wir sind jetzt richtig. Aber das war jetzt irgendwie sehr seltsam, wenn ihr mich fragt. Oh. Oh, gar nicht gut. Wir müssen uns übrigens hier beeilen. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich mit Yoshi rumrennen. Habt ihr nicht vielleicht schon gesehen, dass die Buhus uns sonst mitnehmen? Das ist gar nicht gut. Deshalb sollten wir aufpassen. Und ich merke gerade, irgendwie macht das keinen Sinn mit der Außenwelt. Von der Distanz her, wie wenig wir latschen und dann wie weit wir kommen, ist auch egal. Wichtig ist nur, dass wir den Schlüssel mitnehmen. So. Und dann schnell in die Tür reingehen, bevor sie uns schnappen. Boah, knapp. Okay, sehr gut, sehr gut. Jetzt hier nochmal den Schalter aktivieren, falls ich ihn jetzt wieder aktivieren kann. Ja, kann ich. Blöp. Jetzt ist er wahrscheinlich in der Mitte, das bringt uns nichts. Also nochmal drauf. Jetzt ist er ganz hinten bei uns. Habe ich recht? Habe ich es verstanden? Lass mal sehen. Ja, es hat geklappt. Okay, wir kommen nun also weiter in der Spukabtei, aber die Frage lautet natürlich, wie weit kommen wir weiter? Wie lange geht denn diese Abtei noch hier? So, Schlüssel und rein da. Ich hoffe, wir bekommen hier mal Antworten. Heil- und Speicherblock? Das wirkt wie ein Boss. Ehrlich gesagt, ein bisschen Angst jetzt. Aber... Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir waren noch nicht im Keller übrigens. Da müssen wir auch noch gleich rein. Aber ich glaube, das kommt noch alles. Ich glaube, das kommt noch. Gehen wir erstmal hier hoch. Moin. Warte mal, wo gehen wir eigentlich gerade hoch? Zur Glocke. Wuhu. Hey, was soll das? Das meine Ruhe zu stören, hä? Huh? War das der Geist, von dem der Dorfvorsteher geredet hat? Dann bin ich Geist!
Wollt ihr mich etwa herausfordern oder was? Der Kampf dumm gelegen. Ich plane gerade meinen nächsten Streich. Verschwindet! Hat ihr schwer? Warum verschwindet ich einfach? Den kennen wir doch, diesen Gegner aus Paper Mario 1. Die konnten sich in uns verwandeln. Und so tun, als wäre ich. Oh ja, ich habe denen den Gefallen getan, sie in Schweine zu verwandeln. Nicht so aufbrausend. Wieso hast du denn die Leute in Schweine verwandelt? Na, weil... Das ist doch langweilig, immer in dieser Finsternis zu leben. Also dachte ich, ich verschaffe denen mal ein spannendes Abenteuer. Da habe ich sie eben in Schweine verwandelt. Irgendwelche Einwände? Sicher seid ihr hier, um euch zu beschweren. Gut, spielen wir ein wenig. Was denn für ein Spiel? Dong, das nächste Schwein. Hoffentlich nicht mehr. Okay. Hier ist wirklich ein Bosskampf. Die Musik ist cool. So, aber diese Geisterart kennen wir ja schon. Hä? Seltsam. Dieser Kerl steht gar nicht in meinem Verzeichnis. Was? Ähnliche Monster werden hier zwar erwähnt, aber dieses Ding nicht. Okay. 40 KP, 4 Angriff und keine Verteidigung. Dieses Wesen kann wohl verschiedene Formen annehmen. Vielleicht hat es so auch die Dorfbewohner verwandelt. Was für ein Monster! Du würdest sagen, das Ding ist stärker als die normalen Versionen? Okay, wenn das so ist, dann machen wir den Power Plus. Ziele auf die erscheinenden Tafeln und drücke A. Okay. Boing, boing. Hoch, hoch. Ah, das ist für Partner, das Blaue. Boing, boing. Boing, 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 boing. Okay, ich spiele gerade zum ersten Mal dieses Minigame hier. Aber plus 2 und plus 3 ist okay, denke ich. Ah, es zählt für Angriff und Verteidigung. Geil. Geil. Und das 3 Runden lang. Und jetzt kommt mein Angriff. Keine Gnade. Was so. Oh. Ah, okay, so viel Schaden macht er nicht. Okay, gut, wir haben jetzt auch die Verteidigung hoch, aber trotzdem macht er nicht so viel Schaden. Anyways, wir wollen. Ach so, der rote Pfeil steht für Stärke und der blaue Pfeil für Verteidigung. Ich dachte, es wäre für Rot steht für Mario und Blau steht für Partner. Nee, nee. So ist es tatsächlich nicht. Aber was sein sollte, ist, dass ich ihm jetzt mal dicke Fette auf die Rübe hau. Yahoo! Bam! Oh, wie viel Damage wir auf einmal machen. Warte mal, warte mal. Bedeutet das dann, dass wir mit Multikopfs noch mehr machen? Oh, guckt euch den Schaden an, der ist schon fast tot. Okay, das lohnt sich für 3 Sternpunkte. Da bist du mich hartnäckig. Da muss ich mir wohl etwas einfallen lassen. Weißt du, dass ich diese Dörfleinschweine verwandeln konnte, zeigt wirklich nur einen Bruchteil meiner Zauberkunst. Das hier habe ich extra für dich reserviert. Was so? Wer ist ja mein Schwein? Nee. Nein, aber ich werde doch nicht einfach... Okay, ich dachte, er macht mich zum Schwein. Nee, zum Glück nicht. Er hat sich in Mario verwandelt, aber irgendwie fehlt ihm die Farbe. Nicht schlecht, oder? Was meine Zauberkraft so kann. Jetzt musst du gegen dich selbst kämpfen. Na, wie schätzt du das an? Aua, ey. Das ist sogar mein Hammer. Jammer, schade, dass ich den ich jetzt besiegen muss. Bam. Haha. So was Dummes! Nein! Dummes! Mario besiegt? Fragezeichen? Naja, was hätten wir sonst tun sollen, oder? Oh yeah! Die Musik war cool. Hä, was? Sind wir schon fertig mit dem Chapter? Das kann doch nicht sein! Aber doch, scheinbar! Haben wir das Sternjuwel? Aber wartet mal, warum geht's denn Mario nicht so gut? Seht ihr, er ist so trug, so traurig. Stimmt doch irgendwas nicht. Ha, aber okay, Spiel sagt's. Geschafft! Yippie! Das war ein sehr kurzes Chapter. Nach dem Sieg über den Geist der Spukabtei erhielt Mario das 4. Sternjuwel.
Der Fluch war gebrochen und die Dörfler bekamen ihre ursprüngliche Gestalt wieder. Der Tag, an dem Mario alle 7 Sternjuwelen besitzen würde, schien nahe zu sein. Frohen Mutes verließ Mario die Abtei und wandte sich der strahlenden Zukunft zu. Das hätten wir gesagt, wenn es wirklich stimmen würde. Oh Mann, große Klappe und nichts dahinter. Auf jeden Fall haben wir das Sternjuwel und sollten schleunigst zurück ins Dorf. Nein, da stimmt was nicht. Jetzt sag bloß... Warte mal. Haben wir die Körper getauscht? War das sein Plan die ganze Zeit? Oh mein Gott, das sind wir. Wir haben alle unsere Movesets. Wir haben keine Stimme. Hört mal. Ich mache gar keine Geräusche mehr. Er hat wirklich all unsere Partner auch reinlegen können. Wow. Und was soll Mario jetzt tun? Ganz alleine, ohne Hilfe? Oh, das ist den Sprung geschafft, das ist krass. Ich meine, okay, er kann zumindest speichern, aber... Vielleicht hat das ja auch Vorteile. Vielleicht können wir uns so zumindest bei den Gegnern einschleichen. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht können wir diese Form erstmal nutzen, damit... Okay, die mögen uns immer noch nicht, die ganzen Buhus, die hier wohnen und leben. Dann hauen wir einfach mal lieber ab. Ja, vielleicht können wir wirklich Infos bekommen in der Form, bevor wir einen Weg finden, uns zurück zu verwandeln. Diesmal kriegen wir Mario und schnappen uns die Karte. Mit meiner Superbombe werden wir Mario im Nu schlagen. Oh ja. Barbara, gib mir die Superbombe. Was? Was soll das, Barbara? Frag doch nicht so blöd. Aber du hattest doch die Bombe gerade noch. Die wichtigen Sachen lässt du mich doch nie tragen. Willst du mich etwa auf den Arm nehmen, Barbara? Du weißt doch genau, dass du die Bombe hattest und nicht ich. Oder willst du etwa behaupten, ich hätte sie verloren? Aber... Egal, ich will nichts mehr darüber hören. Auf jeden Fall hast du sie hier immer verloren. Und bis wir zurückkommen, wirst du sie wiederfinden. Du weißt ja, was dir sonst blüht. Du wirst mich bestrafen? Du tätest also besser daran, sie zu finden. Komm, Roberto, lassen wir diese alte Trantüte hier. Verstanden. Oh, die arme Barbara. Ihre Tante mag sie nicht. Oder Schwester, ich weiß nicht. Ich glaube, Schwester ist es. Können wir zumindest... Ja, okay, wir können wirklich alle unsere Moves trotzdem noch machen. Du kannst keine Partner-Tipps bekommen, wenn du keinen Partner bei dir hast. Ah, okay. Danke, Spiel. Das ist wirklich so cursed, dass Mario gar keine Sounds mehr macht. Wir sind einfach nur noch ein Schatten. Wir sind wirklich nur noch ein Schatten. Aber Gegner können uns trotzdem noch sehen und bekämpfen. Das ist gar nicht gut. Wir müssen hier trotzdem durch diese Kämpfe abhauen. Egal, ob wir es alleine machen oder mit Partnern. Ich frage mich nur wirklich, ob wir die überhaupt irgendwie überzeugen können, dass wir der echte Mario sind. Die denken doch bestimmt, vor allem Gumbria, denken doch bestimmt, nee, du hast nicht so einen sexy Schnauzbart. Zumindest kann ich ihn nicht sehen, du hast keine Farbe. Und naja, irgendwie hat sie da auch recht, oder? Warte, ist es gerade richtig, dass ich zurückrenne? Also, ich würde jetzt einfach mal denken, dass ich zurückgehen muss, weil der Mario ist doch der Fake Mario ist doch zurückgerannt, oder? Ehrlich gesagt, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Oh nein, ohne Partner kämpfe ich lieber nicht. Ich glaube, das wird uns noch zu schwer. Hauen wir lieber ab. Aber Mario passt hier sehr gut in den Hintergrund. Der kann sich hier voll gut verstecken. Nur nicht vor den Gegnern. Nur nicht vor den Suseldusels. Ein Goldener! Oh mein Gott! Nein, ich bin alleine hier! Nein! Der Goldene! Wir machen nur einen Schaden! Zwei Schaden! Was? Wieso machen wir so wenig Damage? Hey, er ist eingefroren. Und hat Schaden bekommen. Okay, cool. Aber wieso machen wir so wenig Schaden?
Woran liegt das? Danke, Shy Guys, dass ihr für uns alles repariert. Soll ich es versuchen, den zu killen? Wie viel Schaden macht denn bitte mein Erdbeben zum Beispiel? Bam. Ich mache nur 2 Schaden, aber auch alle, ne? Ich glaube, dass wir generell in dieser Form einfach super schwach geworden sind. Ich glaube, das liegt daran, dass wir ein Schatten sind. Ich glaube, das bringt nichts. Ja, wird es bestimmt eh wieder abhauen, oder? Verdammt! Vielleicht ein Wirbelschlag? Das haut die auch auf die anderen hin? Bam? Ja. Wow, wow, wow. Bisschen Experience Farm ist schätze ich auch nicht schlecht. Oh nein, 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 nein! Der Goldene! Der Goldene! Nein! Oh! Was? Sparblüteorden? Wie kriegt ihr einfach so Orden von Gegnern? Der BP-Bedarf deines Partners wird um 1 gesenkt. Das klingt eigentlich ziemlich geil, aber ich habe leider keine Partner mehr. Ich kann nicht mal mein Team anschauen. Oha. Ja, 4 ist schon viel, ne? 4 ist schon viel. Nee, dafür habe ich nicht genug, ne? Dann lass einfach, was auch immer ich hier vorher hatte für einen Blödsinn. Oh Mann. Wir müssen schnell diesen Fake Mario finden. Der kriegt wahrscheinlich gerade den ganzen Lob in der Stadt, weil sich alle zurückverwandelt haben. Das können wir nicht akzeptieren. Keinesfalls. Wir müssen uns dagegen wehren. Ey, jetzt passt auf. Eigentlich ist der Mario noch in dem Untergrund dort. Oh, ich bin voll schnell eigentlich, wenn ich rolle. Was, Mario? Nein. Ich bin ein Stück Papier, was einfach auf dem Boden liegt. Hey, hey, ich hab dich erwartet. Yeah, Alter, das ist... Oha, was hat der für besondere Kräfte? Der hat sich aus dem Nichts hergeholt. Da ist Mario, oder? Ein schöner Name. Und ein schöner Körper. Deine Sprünge sind unvergleichlich. Außerdem scheinst du sehr beliebt zu sein. Du gefällst mir. Von nun an werde ich als Mario leben. Hast du es gemerkt? Ich habe deinen Namen und deinen Körper übernommen. Ich habe die Gabe, mich selbst und andere zu verwandeln. Aber Namen und Körper zu nehmen reicht nicht, um sich wirklich zu verwandeln. Der ursprüngliche Besitzer des Namens und des Körpers muss ausgelöscht werden. Deshalb sehe ich so komisch aus. Und deshalb habe ich dich hier erwartet, um dich zu vernichten. Aber da es so einfallslos ist, dich einfach zu schlagen, gebe ich dir eine Chance. Wenn du redest, wie ich heiße, gebe ich den Namen und Körper zurück. Rumpelschießchen! Was sagst du? Nein. Aber versuch's doch nochmal. Denk nach, wie heiße ich wohl? Gib dem Namen, gib dem Geist einen Namen. Es ist Rumpelstilzchen, ich glaub daran. Kann ich nur große Buchstaben machen? Ah ne, ich bin auch literally gerade bei den kleinen Buchstaben, ich bin dumm. Rumpel. Nennen wir dich Rumpel, ich kann den ganzen Namen nicht eingeben und ich finde gerade das P nicht, ich bin blöd. Wo ist das P? LMNO? Wo ist das P? Die eine Lücke, da müsste ein P sein. Okay, dann kriegst du ein großes P. Rumpel. Oh Gott, sieht das dumm aus. Rumpel. Hä? LMNO? PQRS? Das ist wirklich seltsam. Okay, du bist Rumpel. Kriegst sogar hier, warte, kriegst sogar einen Stern. Hier, du bist Rumpelsternchen. Genau. Daneben! Was für eine groteske Idee! Ich werde mich auslöschen! Und versuche ja nicht zu fliehen! Ich glaube nicht, dass ich fliehen kann in der Situation. Vor allem will ich überhaupt fliehen? Du denkst doch etwa nicht gerade darüber nach wegzulaufen, oder? Ich rate dir nicht dazu! Können wir überhaupt weglaufen? Greifen wir ihn erstmal an, diesen Fake Mario! Wir machen gar keinen Schaden. Aber er macht uns Schaden. Das ist unfair. Luigi, in der Audience, hilf mir doch. Ob Luigi wohl weiß, dass wir der echte Mario sind? Ich glaube nicht. Niemand weiß es.
denke ich wahrscheinlich, was macht denn Mario da? Mit wem kämpft denn Mario? Ne, wir müssen vielleicht doch fliehen. Vielleicht war das ein Hinweis. Wir machen ihm gar keinen Schaden. Egal, was zu tun. Und seine Audience will ihm helfen. Das geht gar nicht, das war meine Audience. Da haben wir sogar 100% Fluchtchance, ja okay. Schnell weg! Ah. Feigling! Einfach abzuhauen, ich fass es nicht. Was soll ich denn tun? Hallo, ich bin der Schatten. Der Fluch ist gebrochen, weil Mario den Geist verjagt hat. Diese rote Mütze und die blaue Latzhose, ein hinreißender Mann. Du solltest dir ein Beispiel an ihm nehmen, wer immer du bist. Okay. Dass du der Geist vernichtet ist, bin ich eigentlich überflüssig hier. Aber ich werde das Tor weiterhin bewachen. Manchmal laufen seltsame Gestalten hier rum. Du zum Beispiel. Du scheinst mir ein ziemlich finsteriger Stein zu sein. Hey, hau ab! Ich werde nicht abhauen, ja. Ich habe einen Hammer und ich werde ihn benutzen, wenn er mich nicht durchlässt. Ich bin Schriftsteller. Auch in der Düsternis reicht das Mondlicht zum Schreiben. Welche Art von Büchern magst du eigentlich? Fantasy, Krimis, Liebesromane, Abenteuer. Ich würde mal sagen, Fantasy, oder? Vielleicht solltest du einmal etwas Sinnvolleres lesen. Hey, ich habe mich gerade das Leben gerettet. Was soll das? Hä? Was geht denn da ab? Hä? Warte, kennen wir dich nicht? Warum? Blablabla. Warum nur? Ich verstehe das nicht, wirklich nicht. Ich erinnere mich nur noch, dass ich aus dieser Röhre gestiegen bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich in diesen Laden gekommen bin. Aber ist nicht egal. Diese Madame war wirklich sehr gentil zu mir. Du was? Missverständnis. Du hast mit meiner, was hat meine Frau was getan? Was? Ich besorge die Sachen und meine Lady hier verkauft dann alles. Der Laden bleibt, weil wir so ein gutes Team sind. Also kauf, was du brauchst. Verschwinde. Was geht denn hier ab, ja? Ich bin empört, dieses Schwein, das hier war. Das war gar nicht mein Mann. Aber der da ist eigentlich auch ganz attraktiv und jünger. Hehe, süß ist der. Genau meine Kragenweite. Aber Spaß beiseite. Tritt ein, mein Freund. Willkommen im Laden. War das jetzt wirklich nur Spaß oder meinst du das ernst, dass du den, der nicht dein Mann ist, vielleicht doch lieber nehmen willst? Das ist ziemlich seltsam. Das macht man nicht. Egal, ich glaube, das ist nicht mein Cup of Tea. Ich bin da, glaube ich, ganz falsch. Aber hier bin ich richtig. Was soll ich nur tun? Och nein. Die arme Barbara. Wie ich mir aber sie doch verfehlt habt. Habt ihr nicht gesehen? Die arme Barbara. Nein. Hey. Kannst du mich sehen? Ich muss sie unbedingt finden. Wenn nicht, wird Brunhilde mich fürchterlich bestrafen. Aber ich kann sie einfach nicht finden, Mann. Was dann finden? Was suchst du denn? Du suchst ja irgendwas. Okay, komm, wir helfen dir. Oh, eine Superbombe. Wird Barbara bestraft, wenn sie dieses Item nicht findet? Warte mal. Ich habe jetzt... Ah, schade. Wichtiger, okay. Ich habe mir gerade gedacht, wenn das in den normalen Items, hätte ich es dann verkaufen können? Was wäre denn passiert? Schade, ich kann es nicht verkaufen. Was mache ich jetzt nur? Ey, schau mal hier. Du hast sie gefunden. Also ich kann mich da so sehen. Okay, die anderen können mich aussehen. Für die anderen bin ich halt wirklich nur so eine Schattenfigur, ne? Ah, vielen, vielen Dank. Ich bin so froh. Keine Bestrafung. Was ist denn das? Die ist ja kaputt. Oh, sorry. Bestimmt ist sie kaputt gegangen, als Brunhilde sie fallen gelassen hat. Aber was soll ich denn tun? Ich bin so ein Unglücksrabe. Immer werde ich für irgendwas bestraft. Hey, es wird schon wieder, okay? Yeah, guter Job. Danke. Das geht mir gleich ein bisschen besser. Aber was soll ich denn tun? Bestimmt kommt sie gleich zurück und dann... Wie heißt er eigentlich? Was? Ich hab nichts verstanden. Was? Dein Name ist hier gerappt worden? Was hat sie verstanden? Kein Vorkommen. Was hat dein Name wurde geraubt? Was soll das denn bedeuten? Ja, also, da war so ein Geist und... Dann bist du ja noch viel schlimmer dran als ich. Und trotzdem warst du so nett zu mir. So jemand wie du. Also gut. Ich
Ich helfe dir, deinen Namen, deinen Körper und deine Freunde wieder zu finden. Was? Wieso? Aber nein, mach dir um mich keine Sorgen. Ich weiß sowieso nicht, ob ich noch länger bei meinen Schwestern bleiben möchte. Wir verstehen uns nicht gut. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich ihre Schwester bin. Dann nicht ihr Bruder. Sie ist trans. Gut für sie, I guess. Deswegen fühlt es sich jetzt noch schlimmer an, wenn sie mich schlecht behandeln. Und du warst so nett zu mir, deshalb möchte ich jetzt dir helfen. So macht das doch. So macht man das doch, oder? Ich hätte es schon. Bitte. Wow, also sofort sympathisch. Barbara gehört nun zum Team. Barbara hat auch noch die folgenden Fähigkeiten. Drücke ich das X und sie wird mit Mario unsichtbar. Beide bleiben unbemerkt. Ah, also sie ist genauso wie Lady Boo aus dem ersten Teil. Was? Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Sie nimmt Mario mit in die Unterwelt. Ich muss das nochmal sehen. Nein, erklär's doch mal. Ich muss es nochmal sehen. Warte. Hey, Mario. Oh mein Gott. Das ist die Geistform von Schaufler. Oh Mann. Ja, ansonsten ist sie einfach nur Lady Boo, aber ich meine, Lady Boo war so ziemlich mein Lieblingsbegleiter, von daher, ja, gefällt mir. Im Kampf kann sie mit dem Schattenhieb Feinde angreifen und anzünden. Ach stimmt, die hat ja Feuerattacken gehabt, stimmt, wir haben ja gemein gegen sie gekämpft. Mit Such mich werden beide unsichtbar und weichen so dem gegnerischen Angriff aus. Ja, okay, das ist Standard. Yeah! Es gibt übrigens manche, die sagen, dass diese pinken Kreise an ihren Seiten, dass das die Wangen sind. So rote Wangen hat sie. Aber für mich sind das die Augen. Für mich waren das schon immer die Augen. Also was heißt für immer, seit ich sie halt gesehen habe. So. Da war recht mein erster Gedanke, ja okay, es sind ihre Augen. Und ich glaube, es ist auch so. Aber manche denken trotzdem, dass es die Wangen sind. Aber ich finde das lustig, dass ihre Haare einfach die gleichen Haare sind wie, wer war das? Pummeluff halt, glaube ich. War das Pummeluff? Ich glaube schon. Zuerst müssen wir den Namen dieses Geistes herausfinden. Sehen wir also mal, was wir darüber in Erfahrung bringen können. Ja, du hast recht. Weißt du, vor den Menschen tun die Vögel so, als hätten sie von nichts eine Ahnung. In Wahrheit kommen sie überall herum und wissen über alles Bescheid. Mit mir kannst du all ihre Gespräche genau verstehen. Wenn wir die Vögel belauschen, erfahren wir vielleicht da was raus. Also lass mich dir mit meinen Kräften helfen. Ja, ich habe sowieso nichts anderes zu tun. Ich habe niemanden anderen, der bei mir ist. Schattenhieb können wir einfach so machen. Okay. Und such mich ein BP. Ex-Mitglied des Schattentrios. Drücke X, um mit Mario in den Schatten zu tauchen. Ja. Hä? Ich dachte gerade, ich hätte sie gehauen und sie gibt mir Münzen. Nee, ich habe hier so einen Busch, glaube ich, kaputt gehauen oder so. Okay, wir sollen jetzt mit den Raben reden. Also kann man doch mit denen reden. Nur halt mit Barbara draußen. Aber wie findet ihr eigentlich Barbara? Ich weiß, im Original war das, glaube ich, so, dass sie nicht hundertprozentig trans war und das so vage gehalten wurde. Aber hier war das war jetzt offensichtlich. Das war eindeutig, dass sie trans ist, oder? Ja, ich finde sie nett. Wir werden ihr auf jeden Fall helfen und sie wird auf jeden Fall uns helfen. Ich kann nichts wegwerfen. Toll. Das fängt mal wieder so an. Beziehungsweise, es endet so. Die Folge ist hier vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stimmt, den Buhlaken brauchen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Wegwerfen. Wir haben jetzt Barbara.